herzlich willkommen, Ueckermünde. Herzlich willkommen auch die Gäste. Ich freue mich, dass ihr einfach heute da seid, auch wenn es stürmt und schneit hier in Ueckermünde auf dem Marktplatz. Es ist Winter. Und ich sage immer, Revolution lässt sich nicht aufhalten, egal wie es kommt. Weder ob es stürmt oder schneit oder ob Weihnachten ist. Wenn es Not tut, muss man einfach raus. Ich hätte beinahe gesagt, an die Front, aber eigentlich schon. Ja, mein Name ist Kerstin Wittenberg, ich komme hier aus Ueckermünde, parteilos, und ich freue mich natürlich, heute Abend durch den Abend zu führen. Also ganz kurz die Auflagen, und zwar, ja, die Polizei ist wieder nicht vor Ort. Die haben volles Vertrauen, dass hier immer alles gut läuft bei uns. Die Ueckermünder sind artig, genau, genau. Wir haben die Auflage, keine Glasflaschen, keine Büchsen, keine alkoholischen Getränke. Glaube ich, brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Wer Glühwein in der Tasche hat, bitte nach der ganzen Veranstaltung einfach dann konsumieren. Ja, oder heimlich so einen kleinen Flachmann in der Tasche hat ja vielleicht auch jemand. Aber gut, okay, sei es drum. Ja, was haben wir noch zu sagen? Lautsprecher, Megafon und so weiter ist alles angesagt, alles angebracht. Also wir können den Marktplatz bis 21 Uhr hier voll nutzen. Wir können den Marktplatz rocken, egal wie wir es machen möchten. Wer ist alles angemeldet? Also damit war das auch schon das Ganze, was unsere Auflagen betrifft. So, was haben wir? Also, ich sag's gleich als erstes, dass es uns daher nicht verloren geht. Die nächste Veranstaltung und für dieses Jahr die letzte Veranstaltung findet am 6.12. statt. Wieder hier um 18 Uhr, das heißt in einer Woche. Und wir werden da jemanden begrüßen können, und zwar den Enrico Komning. Er ist Bundestagsabgeordneter der AfD. Und jetzt mag man sagen, okay, die auf dem Marktplatz haben ja immer gesagt, wir wollen neutral bleiben. Ja, das haben wir gesagt. Ich bin aber der Meinung, oder wir sind der Meinung, wir das Marktplatzteam, Karin und Kerstin, wir sind der Meinung, es ist höchste Zeit, auch da ein bisschen umzudenken und einfach wirklich den Weg auch frei zu machen für die Politiker, wenn sie sich denn zu uns hierher trauen. Und wir haben das ja vor ein paar Wochen erlebt. Wir hatten den Tom Lausen in der Strandhalle und es waren sämtliche Politiker eingeladen. Und auch der Landrat und so weiter, es waren wirklich viele Persönlichkeiten eingeladen. Und keiner hat den Weg zu uns finden wollen oder finden können. Es waren alle eingeladen, außer die AfD. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass nächste Woche zu uns hier jemand herkommt, der keine Angst hat vor dem Volke. Und das finde ich richtig, richtig klasse. Ja. Ja, Applaus, genau, Applaus. Und ich weiß, das ist ein Politiker, der ist zum Anfassen. Man kann alles fragen und man bekommt auch immer eine korrekte Antwort. Und ich glaube, das ist man dem Volke schuldig. Stimmt's? So, was haben wir noch? Unsere Geschenkebox hier unten, die so leicht so ein bisschen beleuchtet ist. Wir freuen uns immer, wenn da irgendwas drinne liegt. Also auf jeden Fall. Ich sag schon mal ganz vorneweg herzlichen Dank dafür. Dann haben wir noch etwas, und zwar da unten auf dem Tisch liegt eine Mappe. Und da sind Formulare drin. Ich zeige das, habe ich das jetzt hier oben? Nee, habe ich jetzt nicht. Wegen Eis und Schnee habe ich das jetzt nicht ganz bei mir. Und zwar gibt es einen Aufruf. Und zwar, wer ist für das Gendern? Wer liebt das? Wer findet das gut und richtig, dass die deutsche Sprache weg soll, verändert werden wird? Wer findet das gut? Ich glaube, die wenigsten Deutschen. Ich glaube, die Jugend vielleicht noch, aber die wenigsten mögen das. Und da läuft eine Petition. Und wer sich daran beteiligen möchte, bitte Unterschriften geben. Da unten in der Map ist das drin. Da können wir nachher, ich stelle mich dahin und dann kann das gerne ausgefüllt werden. Muss aber vollständig sein. Und für Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, brauchen wir 150.000 Unterschriften. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Weil ich denke, wir als deutsche Bürger, wir möchten unsere Sprache, unsere Muttersprache auch wirklich behalten. Ja, genau, also so viel dazu. So, was gibt's noch? Ah ja, die Karin möchte jetzt etwas zu uns sagen oder uns etwas verlesen. Willst du das von hier oben machen? Ja, ne? Ich hab's gefunden. Einen wunderschönen guten Abend. Kommt ruhig dichter. Mensch, kommt ruhig dichter. Das ist alles so weit weg hier. Und Kerstin hat noch vergessen, es geht im neuen Jahr am 14. Januar weiter, nur schon mal so. So lange geht unsere Weihnachtspause wahrscheinlich. So, wir haben heute keinen Krankenwagen, keinen Traktor und nichts hier stehen,
Aber um der Symbolik gerecht zu werden, habe ich ein Gebet mitgebracht und möchte das kurz vortragen, bevor es an unseren Hauptredner geht. Das Gebet, was ich in mir trage, ist voller Liebe, Wünsche und Träume. Ich bete für das Licht dieser Welt, das Gleichgewicht, welches wieder zurückkommen darf. Ich bete für den Frieden, dass die Herzen der Menschen sich wieder miteinander verbinden. Ich bete für die Verbindung der Natur, die wir wieder spüren dürfen. Für die Kraft, die in uns allen ist, die uns bewusst werden darf, die wir wieder leben dürfen und nutzen für das Gute dieses Universums. Ich bete für das Göttliche in uns und um uns, durch das wir verbunden sind, um dieser Welt in Heilung zu bringen. Das Gebet, was ich in mir trage, ist voller Hoffnung, Stärke und Freude. Denn ich weiß, dass wir durch unsere Kraft eine neue, lichtvolle und leuchtende Erde erschaffen können. So, Kerstin. Nun. So, ganz herzlichen Dank, liebe Karin. Und ich habe es mir jetzt mal rausgeholt. Also Gendern, nein, danke. Das ist die Liste, wie gesagt, die ist hier unten am Tisch. Und wer da sich eintragen möchte, das wäre ganz, ganz große Klasse. Erklärt habe ich schon. Also vielen Dank auch dafür schon mal im Voraus. So, jetzt kommen wir aber zu unserem Hauptsprecher des heutigen Abends. Und er möchte auch nicht nur zu uns sprechen, sondern er möchte mit uns, mit euch sprechen. Und Karin hat es eben auch schon gesagt, kommt doch mal alle ein bisschen näher. Ist vielleicht viel, viel kuscheliger. Nicht so schüchtern, weil das Marktplatzgespräch soll ja auch immer dienen der Vernetzung, so dass man sich ein bisschen näher kennenlernt. Und ich habe das letztes Mal schon gesagt auf der Demo hier, nee, auf dem Marktplatzgespräch, ich habe immer noch Demo so im Kopf, Marktplatzgespräch, geht nicht nach Hause ohne eine neue Telefonnummer oder eine Telefonnummer von eurem Nebeneinander mit nach Hause zu nehmen und ohne euch darüber unterhalten zu haben, was kann der, was weiß der und so weiter. Es ist so wichtig für die Zukunft, dass wir uns vernetzen. Also immer dran denken, Telefonnummern einsammeln. Das ist übrigens meine Leidenschaft. Stimmt's, Karin? Jo. So, okay, jetzt geht's aber los an unseren Hauptsprecher. Ich freue mich, dass er sich auf den Weg gemacht hat und wir haben heute Nachmittag noch telefoniert und ich habe zu ihm gesagt, Mensch, es ist ein Wetter. Und willst du wirklich den Weg von Neubrandenburg hierher machen? Und er hat zu mir gesagt, es ist egal, ich fahre überall hin. Und es ist auch egal, wie viele Menschen vor mir stehen. Es ist einfach wichtig, die Botschaften rauszubringen in die Welt. So, und zwar Dr. Roman Kubicek. Er kommt aus Neubrandenburg. Er war mit uns gemeinsam auf dem zweiten Corona-Symposium im Deutschen Bundestag am 11. und 12.11. 2023, also gerade vor ein paar Tagen. Er ist Mitglied im Netzwerk Humane Medizin Mecklenburg-Vorpommern. Gerne, wie gesagt, möchte er mit uns, mit euch in den Austausch, in die Diskussion gehen, Fragen und auch Antworten geben, auf jeden Fall. Und ansonsten wünsche ich uns jetzt einen wunderschönen Abend und begrüßt mit mir hier auf dem Anhänger der Wahrheit Dr. Roman Kubicek.